Raus aus deiner Komfortzone. Wie bekomme ich mich aus der Komfortzone und warum ist es so schlecht, in der Komfortzone zu bleiben? Und zwar, du musst, wenn du aus deiner Komfortzone raus willst, musst es zu 100% wollen. Du musst es wollen, denn nur dann kannst du es umsetzen. Du brauchst auch positive Glaubenssätze. Dinge, die dir zeigen, dass es möglich ist. Wenn du nur negative Gedanken hast, dass das sowieso nicht klappt, dann kannst du es nicht umsetzen, dann wird es keinen Erfolg haben. Wenn du etwas angehst, ein Projekt angehst, egal ob das an der Schule ist, an der Arbeit oder das Projekt Haus bauen, du musst dir eins merken, wenn du etwas zu 30, zu 50% angehst, verwendest du dieselbe Zeit, als würdest du es mit 100% machen. Aber das Endresultat ist ein komplett anderes. Nehmen wir mal als Beispiel, du baust ein Haus und du baust das Haus mit nur 30% deiner Energie, deinen Ressourcen. Und dann baust du ein Haus, da hast du 100% deiner Ressourcen und deiner Energien verwendet. Beide Häuser sind in derselben Zeit gebaut worden. Ja, die Zeit ist identisch. Aber das Endresultat, die Nachhaltigkeit, ist komplett unterschiedlich. Etwas, was du nur mit 30% erarbeitet hast, kann sofort umfallen, ist nicht nachhaltig. Da kann jeder dran rütteln. Aber wenn du etwas mit 100% erarbeitet hast, dann ist das standfest. Da kann keiner dran rütteln. Das hast du erfasst, das hast du erbaut, das ist deins. Das hast du gut durchgearbeitet. Und das ist das, was du manifestieren musst. Du musst dir weiß machen, dass du etwas mit 100% angehen musst, damit es auch ein Resultat erzielt, was nachhaltig ist. Du musst auch energetisch gesehen im Hier und Jetzt sein. Es bringt nichts, wenn du in der Vergangenheit lebst oder in der Zukunft. Du musst energetisch gesehen im Hier und Jetzt sein, denn nur wenn du im Hier und Jetzt bist, kannst du auch arbeiten, kannst du Fortschritte erzielen. Du kannst nicht vorankommen, wenn du in der Vergangenheit lebst oder in der Zukunft. Dein Ziel muss sein, das Hier und Jetzt zu erarbeiten, dafür offen zu sein und das, was dir im Hier und Jetzt, in der Jetztzeit zur Verfügung steht, zu nutzen. Was dir auch helfen kann, dich einfach weiterzuentwickeln, ist, dass du dich mit anderen Menschen triffst, Menschen, die ein ähnliches Ziel verfolgen. Nicht nur dieser virtuelle Kontakt, sondern dass du weiterkommst, dass du dich weiterentwickelst. Die Kommunikation mit Menschen ist wichtig. Auch es ist ganz toll, wenn du dich an energetische Orte begibst, um dich einfach wieder aufzutanken. Das sind auch Möglichkeiten, die du nutzen kannst für dich, damit du weiterkommst. Es geht einfach darum, du sollst aus deiner gewohnten Umgebung, aus deiner Komfortzone raus. Geh aus deiner Komfortzone raus, tu etwas, was du nicht gemacht hast, was du nie machen würdest, auch wenn es für dich im ersten Moment erstmal unangenehm ist. Aber nur wenn du aus deiner Komfortzone rauskommst, im Hier und Jetzt, dann hast du wieder einen Schritt mehr erreicht, um dein Ziel zu erreichen. Und du musst dir eins merken, wenn du die positiven Glaubenssätze, deine hundertprozentige Umsetzung und deine nachhaltigen Erfolgsgewohnheiten, deine Erfolgschancen hast, dann hast du wieder ein Ziel Freiheit erreicht. Denn wenn du diese Schritte alle durchläufst und sie positiv durchläufst und dafür offen bist, dann hast du wieder Freiheit erreicht. Du bestimmst über dich, dein Leben und alles, was dich betrifft. Aber nur, wenn du diese Wege wirklich schrittweise durchläufst und es auch ernst nimmst. Denn nur wenn du es willst, kannst du es ernst nehmen und zu 100% durchführen. Natürlich, wenn du jetzt jahrzehntelang in deiner Komfortzone gesessen hast, und da geht es bestimmt einigen so, die immer in ihrer Komfortzone geblieben sind, vielleicht weil sie es auch nicht besser wussten, dann ist es für dich natürlich ganz schwer, diese zu verlassen. Denn das sind für dich gewohnte Strukturen, die haben sich über wirklich Jahrzehnte eingeschlichen. Das ist das, was du gewohnt bist. Und um da rauszukommen, da brauchst du Mut. Natürlich hat jeder von uns den Wunsch, weiterzukommen, egal ob privat oder beruflich. Aber der Wunsch ist der Wunsch.
Du musst ihn umsetzen wollen. Und dann musst du dir die Frage stellen, ist das Leben, was ich jetzt führe, schon alles, was ich in meinem Leben erreicht habe? Ist das wirklich alles? Ist das alles, was ich haben möchte? Oder ist da vielleicht noch mehr? Des Weiteren sagt man ja immer, Probleme musst du lösen. Nein, Probleme sind nicht Probleme, die du lösen musst. Du musst das anders angehen. Du musst die Probleme als Chance sehen, dich weiterzuentwickeln. Und nicht als, ich muss es lösen, damit es aus der Welt geschafft ist. Du musst ein Problem ansehen als Chance, dich weiterzuentwickeln. Und wenn du das verstanden hast, dann bist du schon auf einem ganz tollen Weg. Denn ein Problem ist dafür da, dass du es nutzt, um dich weiterzuentwickeln. Und nicht einfach nur, um das Problem zu lösen und somit aus der Welt zu schaffen. Denn an jedem Problem, was du als Chance genutzt hast, kannst du wachsen. Du kannst dich weiterentwickeln. Und wer möchte das nicht? Es ist doch ganz toll, wenn du dich weiterentwickelst und einfach nur wächst an einem Problem, was jeder haben kann, aber ein anderer nur gelöst hätte. Du musst ein Problem als persönliche Herausforderung ansehen, als deine persönliche Challenge. Und wenn du diese Challenge bestreitest und dann auch noch erfolgreich absolvierst, dann hast du ein ganz tolles Glückserlebnis, auf das du dann aufbauen kannst. Und wenn du diese Herausforderungen annimmst, dann lebst du. Wenn du sie aber nicht annimmst, dann bleibst du weiter in deiner Komfortzone und hast dich noch nicht dafür bereit erklärt oder bist noch nicht dafür offen, weiterzukommen in deiner Entwicklung. Aber die einen brauchen mehr Zeit dafür, die anderen weniger. Denn wie gesagt, jede Herausforderung, die du annimmst, erfordert natürlich auch ein bisschen mehr Mut. Und viele Menschen benutzen dann so Ausreden wie, ich habe jetzt keine Zeit, ich bin aber jetzt schon so alt, warum soll ich das noch machen? Ich muss mich erstmal um andere Sachen kümmern und dann kann ich mich damit befassen. So und viele, viele Ausreden mehr habt ihr natürlich bestimmt alle schon mal irgendwie gehört oder auch selber benutzt. Aber das sind alles nur Ausreden oder Ausweichmöglichkeiten, die ihr euch schafft, um dieser Situation aus dem Weg zu gehen. Ihr nehmt euch aus dieser Herausforderung raus. Ihr geht nicht offen auf die Herausforderung zu, sondern ihr nehmt euch raus, ihr nehmt euch zurück, weil euch das unangenehm ist, weil ihr noch nicht bereit seid. Und wenn ihr dann bereit seid, dann ist es natürlich ganz toll, wenn ihr euch der Herausforderung mal stellen würdet. Aber da muss jeder natürlich schauen, wie weit er ist. Eine ganz tolle Übung ist auch, wenn du dich mal beobachtest, welche Ausreden du so benutzt. Nimm doch mal eine Woche und beobachte dich, wenn du dich mit anderen unterhältst oder mit anderen schreibst, welche Ausreden benutze ich denn so, damit ich mich mit bestimmten Sachen nicht auseinandersetzen muss. Schreib die doch mal nieder und dann betrachtet nach einer Woche, was ihr da so alles verwendet habt. Das ist eine ganz tolle Lernübung, um einfach mal sich bildlich vor Augen zu halten. Was benutze ich denn eigentlich alles für Ausreden? Wann entziehe ich mich denn eigentlich immer den Situationen? Unbewusst, weil es einfach eingefahrene Strukturen sind, die du so gar nicht wahrgenommen hättest, weil es einfach jeder macht. Ja? Was gar kein Vorwurf ist, aber jeder macht das. Also nutzt die Chance, macht mal diese Übung. Es ist ganz interessant, mal nach einer Woche zu sehen, wo ihr euch überall rausgezogen habt und stellt euch dann mal die Frage, warum habt ihr das überhaupt gemacht? Weil ihr die Situation vielleicht wirklich nicht angehen wolltet, weil ihr noch nicht bereit seid, oder weil es einfach ein antrainiertes Verhalten ist. Und dann stellt ihr die Frage, hilft mir diese Ausrede weiter? Und wo bringt mich die Ausrede hin? Und ganz interessant ist dann, sich zu hinterfragen, habe ich diese Ausrede selber geglaubt? Habe ich geglaubt, dass diese Ausrede wahr ist? Auch nochmal ein ganz toller Ansatz, um zu schauen, um sich selber zu finden und selber an sich zu arbeiten. Und wenn du dir diese ganzen Fragen gestellt hast, dann kannst du dir natürlich die Frage stellen, ist es so schwer oder ist es vielleicht leichter, als man denkt? Ich hoffe, der kurze Einblick, wie du aus deiner Komfortzone rauskommen kannst, hat dir gefallen. Und
Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn du Fragen hast, darfst du sie natürlich gerne an mich richten. Und ansonsten, bis demnächst. Tschüss.